Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 5. August 2018? Die indische Astrologie berechnet die Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Diese indische Berechnung ist übereinstimmend mit der Berechnung von Astronomen. Es ist präzise. Was mich noch fasziniert in indischen Astrologie, das sind auch die Mondhäuser und das ist nichts anderes als die Einflüsse von Fixsternen von anderen Sternbildern. In Zukunft vermittle ich im Tageshoroskopen die indischen Astrologie, nicht nur im Tageshoroskopen, sondern auch bei Beratungen. Und da habe ich ein tolles Angebot. Ich umrechne die westlichen Horoskop auf Indisch und beschreibe ich die Mondhäuser. Da beträgt mein Honorar 50 Euro. Eine ausführliche Horoskopanalyse nach indischen Astrologie beträgt mein Honorar 100 Euro. Und es gibt Unterschied, weil das merke ich in meinem eigenen Horoskop auch. Nach westlichen Berechnung war mein Aszendent in Tierkreiszeichen Fischen, das zwar im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Wassermann und Tierkreiszeichen Fischen, aber immerhin in Tierkreiszeichen Fischen, nach indischen Berechnung ist mein Aszendent definitiv Tierkreiszeichen Wassermann. Nach westlichen Astrologie war mein Merkur und Venus in Tierkreiszeichen Widder. Nach indischen Berechnung befinden sich beide Planeten in Tierkreiszeichen Fischen. Nach westlichen Berechnung war mein Mars in Tierkreiszeichen Krebs. Nach indischen Berechnung ist mein Mars in Tierkreiszeichen Zwillinge. Also es gibt Unterschied. Und jetzt für den heutigen Tag. Nach diesem indischen Berechnung befindet sich die Sonne noch in Tierkreiszeichen Krebs. Das heißt, bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Mond bewegt sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen wieder. Der Mondhaus heißt Bharani. Übersetzt heißt es etwas vermitteln, etwas übertragen. Die Mondenergie vermittelt uns für den heutigen Tag das, was dieses Mondhaus uns sagt. Und das bedeutet ein Wechsel, eine andere Richtung, Einflüsse von außen, Lebenskraft, Vitalität, ein Neuanfang, aber auch Wechselhaftigkeit. Und das kann auch passieren, dass wir heute launisch sind. Und wie stehen die Verbindungen zwischen Sonne, Mond und die Planeten? Nach indischen Berechnung befindet sich Saturn in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn ist gerade rückläufig. Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal. Saturn hat einen Einfluss auch auf unserem Karma. Immerhin ist das der Planet der Karma. Und heute ist wichtig die Thema Karma, weil Saturn bestrahlt die beiden karmischen Knoten. Nach indischen Berechnung befindet sich die absteigende Mondknoten Ketu in Tierkreiszeichen Steinbock. Und Rahu, die aufsteigende Mondknoten, befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Das ist die neue Richtung, die karmische Lernaufgabe. Also hier wirkt die heutige Energie auf unserem Schicksal und sind auch karmische Themen. Die drei Tierkreiszeichen, die miteinander damit verbunden sind, das sind die Tierkreiszeichen Krebs, hier sind neue Aufgaben. Die Tierkreiszeichen Steinbock, hier sind Erinnerungen und Veränderungen kommen auch bei Tierkreiszeichen Schütze.
Die beiden Liebesplanet Mars und Venus steht in einer harmonischen Verbindung. Und das bringt natürlich Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen, die das vermittelt, ist die Tierkreiszeichen Steinbock und die Tierkreiszeichen Jungfrau. Venus bewegt sich nach indischen Berechnungen in Tierkreiszeichen Jungfrau, Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Entspannung haben wir heute auch zwischen Merkur und Mond. Sie stehen in Spannung und es handelt sich um Gespräche, es handelt sich um Kommunikation, besonders wenn das um Gefühlen geht. Die zwei Tierkreiszeichen, die das vermitteln, das sind die Tierkreiszeichen Widder und die Tierkreiszeichen Krebs. Und wie erleben das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Für die Krebsgeborenen bedeutet das, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren. Oder sie suchen gerade die Wahrheit. Sie suchen auch klärenden Gesprächen. Aber weil Merkur, eine rückläufige Merkur, gerade in Tierkreiszeichen Krebs ist und steht in Spannung zum Mond, es ist sehr schwierig, klärenden Gespräche zur Zeit führen, weil das führt zu Missverständnissen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Themen, was die Werten betrifft. Selbstwertgefühl oder Wertschätzung oder Werte zum Erkennen und es hängt auch mit Finanzen zusammen. Die Gespräche, Kommunikation wirkt auch auf die Löwengeborenen, aber die Löwengeborenen erleben das nicht direkt, diese Spannung. Entweder beobachten etwas, dass Spannung entsteht zwischen anderen Menschen und die Löwengeborenen können sich einsetzen für anderen, damit alles zum Harmonie kommt. Und die Liebe-Partnerschaft kommt etwas in Ordnung bei die Löwengeborenen. Aber nicht nur in die Liebe-Partnerschaft, sondern sie ordnen gerade ihren Finanzen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist ein wichtiges Thema die Liebe-Partnerschaft und die Jungfrau Geborenen haben gerade Glück, weil hier bewegt sich die Liebesplanet Venus und steht mit Mars in eine wunderbare Verbindung. Also Glück in die Liebe, auch bei Jungfrau Geborenen, auch bei Stier Geborenen und auch bei Steinbock Geborenen. Was noch wichtig ist bei der Jungfrau Geborenen, eine kleine Reise oder kleinere Veränderung oder ein Besuch oder Einladung oder ein Fest in vertrauten Umgebung. Aber eine Ausbildung kann auch Thema sein zurzeit bei der Jungfrau Geborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und sie sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Die Gespräche meiden, weil das führt nur zu Missverständnissen. Aber in die Liebe-Partnerschaft, es ist zwar Unsicherheit da, aber das können sie ordnen zurzeit, die Wagengeborenen. Wo Veränderungen kommen, das ist die Wohnsituation. Entweder verschönern sie etwas oder kommt ein Umzug oder sie ziehen zurück und genießen ihren Zuhause. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen können mit einer Nachricht rechnen, kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Aber wie ich schon in den Tagen erwähnt habe, die Thema Kind, Kinder spielt auch eine Rolle, gerade bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen, aber noch zurück zu Skorpiongeborenen, weil das ist auch sehr wichtig. Die Liebe-Partnerschaft, genau, da haben die Skorpiongeborenen aber auch Glück. Und jetzt die Schützengeborenen. Wichtige Thema sind die beruflichen Situationen, weil das, was die Schützengeborenen gerade ordnen, beruflicher Erfolg, eine Veränderung beruflich, die Chancenmöglichkeiten sind da. Und die Schützengeborenen regeln auch die Finanzen. Sie bringen das gerade in Ordnung. In die Liebe-Partnerschaft sind noch Unsicherheiten da, bei den Gesprächen vielleicht noch Missverständnisse. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen
ist auch ein wichtiges Thema die Liebe Partnerschaft und da haben die Steinbock-Geborenen gerade Glück. Aber karmischen Themen, das trifft auch die Schützengeborenen, trifft die Steinbock-Geborenen und trifft auch die Krebsgeborenen. Also das ist auch möglich, karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen oder eine karmische Liebe ist möglich zurzeit bei den Steinbock-Geborenen. Die Steinbock-Geborenen sollen auf die Gespräche achten, entweder zuhören, was der andere meint, oder die Kontakt suchen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben ein gutes Gefühl, es läuft alles ganz gut und sie können ihre ämtlichen Sachen regeln, auch die Finanzen ordnen. Was die Liebe-Partnerschaft betrifft, da zweifeln ein bisschen die Wassermann-Geborenen, entsteht eine gewisse Unsicherheit. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen befinden sich in einer Reise. Entweder ist das ein Urlaub oder eine innere Reise. Größere Veränderungen sind möglich, Kontakte zum Ausland sind möglich. Die Liebe Partnerschaft spiegelt etwas bei den Fischengeborenen und sie sollen auf diesem Spiegel achten. Das heißt nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen. Wenn das Leben schon spiegelt etwas, man sollte in diesem Spiegel schauen. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten, jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben beruflichen Erfolg und sie bekommen zurzeit auch Anerkennung. Was die Liebe-Partnerschaft betrifft, da zweifeln ein bisschen noch die Wiedergeborenen oder fehlt die Bestätigung. Die Gespräche meiden, auch die Verträge meiden, weil das entsteht Spannung oder entsteht da Missverständnisse. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig die Liebe-Partnerschaft und da haben die Stiergeborenen Glück und sie können mit einer Überraschung rechnen, eine wichtige Nachricht oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit, kann auch karmischen Begegnungen handeln. Aber Glück in die Liebe-Partnerschaft und auch eine gute Nachricht. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, dass etwas in Bewegung kommt. Aber damit sie Erfolg erleben, brauchen auch eine gewisse Ruhe. Und das sollen sie im Gleichgewicht bringen. Wenn das alles zu viel ist, dann dürfen die Zwillingsgeborenen mal sich erlauben, zurückziehen, sich zum Erholen. Die Kommunikation kann sehr wichtig sein zurzeit bei den Zwillingsgeborenen, weil sie klären etwas oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. In die Liebe-Partnerschaft ist momentan eine gewisse Spannung da. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte aber noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag oder spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.